Es ist der erste Preis in der deutschen Wirtschaft, der sich zu dem Thema mehr Frauen in Führungsverantwortung, Mixed Leadership, hier ins Leben gerufen worden ist. Es ist zum dritten Jahr in Folge, dass wir den Preis vergeben. Damit haben wir eine schöne Tradition eingeleitet und wir zeichnen einmal Unternehmen, auch große Unternehmen aus, aber auch kleine und mittlere Unternehmen, die sich bei dem Thema profiliert haben. Ihr Unternehmen gehört zu den Ausgezeichneten. Wie schaffen Sie das, für so ein ausgewogenes Verhältnis in Führungspositionen von Männern und Frauen zu sorgen? Es ist wichtig, innerhalb einer Organisation wie unsere, wo wir Konsumentenmarken verkaufen und entwickeln, dass auch unsere Mitarbeiter, das Mitarbeiterteam, ein Repräsentant ist von wie die Gemeinschaft aussieht. Und darum ist es mir persönlich, aber auch das Unternehmen wichtig, dass wir ja auch Frauen natürlich bei Unilever arbeiten haben und auf alle Ebenen. Das heißt zum Beispiel flexible Arbeit, dass man von zu Hause arbeiten kann oder Duo-Positionen, wo zwei Frauen einen Job nehmen oder übernommen haben. Wenn du nach Hause kommst, fangen wir von vorne an. Und heute Nacht lasse ich dir vor der Tür ein Licht an. Ja, 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 ja. La, 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 la. Und ich frag mich, warum ich so dumm. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Qualifikation das entscheidendste Merkmal ist, wenn es um die Besetzung einer Führungsposition geht. Nichtsdestotrotz können sich Unternehmen schon ganz klar so aufstellen, dass sie ihre weiblichen Potentials genauso fördern, wie sie männliche Mitarbeiter fördern, indem sie Rahmenbedingungen schaffen, wo die guten Mitarbeiter es ganz nach oben schaffen. Das ist schon noch so, dass Führungspositionen hauptsächlich von Männern besetzt werden. Bei Ihnen ist es anders. Wie kommt das? Wenn man damit anfängt, ist es immer erstmal eine Minderheit, die sich auch vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, weil sie eine Minderheit ist. Und das erstmal zu durchbrechen und Verständnis auch bei den anderen für eine Minderheit zu schaffen und dass man das gerne fördern möchte, das muss man einmal so wie so eine Schallmauer durchbrechen. Danach verselbstständigt sich das eigentlich. Also wir haben immer mehr Frauen in Führungspositionen, aber wir müssen noch etwas dafür tun. Wenn wir in die gesamte Hamburger Wirtschaft gucken, dann sind, wir können das ja feststellen, wenn wir in die Handelsregister gucken, wer ist Prokurist, wer ist Geschäftsführer, wer ist Inhaber, dann sind 26% aller Führungspositionen in der Hamburger Wirtschaft mit Frauen besetzt, aber das ist noch zu wenig und wir brauchen da noch mehr. Und wir